In diesem Video zeigen wir euch unterschiedliche Arten von Stativen, wo setzt man sie ein und für welchen Verwendungszweck sind sie am besten geeignet. Das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Mein Name ist Jan und ich bin heute zu Gast bei Huss Licht und Ton. Neben mir steht der Julian und wir stehen hier so ein bisschen im Stativdschungel, würde ich mal so behaupten. Ne? Ganz klarer Stativ. Ja. Und in diesem Video zeigen wir euch mal so ein bisschen, welche unterschiedlichen Arten von Stativen gibt es, weil es ist ja, Stativ ist ja nicht gleich Stativ. Ne? Also wir haben ja wirklich alle Größen, Formen, Einsatzzwecke etc. Und das werden wir uns in diesem Video mal näher anschauen. Julian, da würde ich sagen, schauen wir uns die ganzen Stative mal so einzeln im Detail an. Ich würde sagen, hier vorne mit dem Mikrofonstativ. Ich denke, jeder von euch kennt Mikrofonstativ, aber der Vollständigkeit halber wollen wir das natürlich an dieser Stelle noch mal ein bisschen erwähnen. Ne? Ja, genau. Also wirklich ein Standard-Geigen-Mikrofonstativ, Dreibein mit einer Höhenverstellung, Teleskop. Ja. Mhm. Den Geigen kann man sich hindrehen, wie man möchte. Die Länge kann man verstellen. Also wirklich ein Standard-Mikrofon-Stativ, aber dass man es halt mal gesehen hat. Auf jeden Fall. Ist auch ganz wichtig, dass man auch so kleine Stative noch mal gesehen hat. Ne? Und da kann man natürlich seine Mikrofone auch ganz entsprechend super drauf befestigen. Absolut. Ja. Okay, dann hast du gerade schon noch ein anderes Stativ zur Seite gestellt. Das können wir uns auch direkt mal anschauen. Dreibein-Stativ. Wofür setzt man das ein? Ich denke mal, viele DJs werden es wahrscheinlich kennen. Genau, das ist einfach das klassische Lautsprecher-Boxen-Stativ. Dreibein mit einer Höhenverstellung. Mhm. Dann noch mit Sicherungssplint. Das Ganze geht hier bei bis 20 Kilo Traglast, zentrische Traglast. Das heißt, Traversen darf ich da nicht draufstellen? Ne? Nee, definitiv nicht. Dafür ist es nicht gemacht. Noch nicht. Ja. Das ist auch von der Höhe zu niedrig. Also, ja. Genau. Ja. Dann haben wir hier noch auf der rechten Seite ein Wind-Up. Was hat es damit auf sich? Mein Foto Wind-Up kennt man eigentlich auch. Auch ein Dreibein-Stativ, Teleskop, Toploader, TV-Zapfenaufnahme. Ist das klassische kleine Lichtstativ. Kurbel, zwei Sicherungen. Genau. Kannst du ein bisschen kurbeln hier, ne? Kurbel, so, kurbelst hier den ganzen Tag hin und her. Genau. So, und, dann hat man die Höhe, die man möchte. Genau, ja, macht man es hinten fest, ne? Arretiert, so, dann kann ich sogar draufstehen. Oh, okay. Und dann kannst du quasi aus dem Bild springen, wenn du willst, ne? Ich bin weg, ja. Und das dann für die obere Ebene festmachen. Genau, und dann einfach sichern, dann steht es sicher und alles ist soweit gut. Ja. Traglast, 30 Kilo, dann sind wir durch. Ja. Was ist, wenn ich das auf unebenen Untergrund aufbaue? Unebenheiten geht bei dem Stativ noch. Wir haben einen Fuß, den wir nivellieren können. Aber das ist allgemein bei den Stativen halt immer darauf zu achten, dass es wirklich im Wasser steht. Ja, weil die nicht dafür gemacht sind, die Last nicht zentrisch zu haben. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach hinten. Da steht natürlich schon das etwas größere Männerspielzeug, ne? Der Funtec T105. Dieser ist ja wirklich ein großer Traversenlift. Was kann ich da für Traversen mit hochfahren? Also das ist jetzt gerade momentan ist es eine 30er Traverse am Stativ, 20er Traverse, 30er Traverse. Das ist schon eine größere, schwerere Ausführung, macht 225 Kilo, alles zentrisch, ganz wichtig. Fährt hoch und zwar auf 5,30 Meter. Also da kann man dann schon mal eine Backdrass bauen. Wichtig, klar, im Wasser stehen des Stativs. Ja, das ist ja ganz wichtig, ne? Ja, ist immer super wichtig, dass es im Wasser steht. Wir haben hier eine Libelle dafür, damit wir es ins Wasser stellen können. Ja, dann haben wir drei Schlitten, die ausfahren. Die drei Schlitten kann man verriegeln. Das heißt, habe ich die Last da, wo ich sie haben möchte oder die Höhe erreicht, fahre ich einfach zurück, dann kommt die Sicherung, verriegelt die einzelnen Elemente und ich habe keine Last mehr auf dem Seil. Und beim Runterfahren ist es so, dass ich quasi die Last wieder aufs Seil nehme und dann die Sicherungssplinte ziehe, damit ich die einzelnen Teleskope ausfahren kann. Ist ein Toploader, was Vor- und Nachteile hat. Ja. Okay, welche Vor- und Nachteile? Also Vorteile, klar, du kannst gut arbeiten, das ist schnell aufgebaut, das ist nicht richtig groß. Nachteil ist, dass du eben immer auf dieser Höhe arbeitest. Also das hier ist die Mindesthöhe. Ja. Das heißt, du hast alles immer über Kopf hängen. Verkabeln und so manchmal ein bisschen mühsam. Ja. Okay, da gibt es dann natürlich noch eine andere Variante von dem Lift. Ne? Den haben wir auf der anderen Seite stehen. Das ist quasi das noch größere, die noch größere Variante. Ne? Schauen wir uns den nochmal kurz an. Hier haben wir einen Gabellift. Der hat einfach vorne eine Gabel, kein Toploader. Das heißt, das Arbeiten ist ein bisschen angenehmer. Macht dann in der größeren Ausführung auch noch mehr Gewicht. Der hat jetzt auch 220 Kilo. Wunderbar, ja. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in den Praxisteil und bauen diesen VMB-Lift einfach jetzt mal auf. Ne? Der Julian macht sich hier gerade schon ein bisschen warm, weil wir wollen den Lift ja mal ein bisschen aufbauen. Ne? Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ne? Ja, los geht's. Ja, ne? Ja, du arbeitest und ich kommentiere, oder was? Wie machen wir das? Splinte raus. Oh ja, ja. Das geht ja wieder gar nicht so.
Genau. Und dann klappen wir die Gabel einfach mal hoch, wie beim Gabelstapler quasi. Ne? Wird das hier einfach festgemacht. Ich stecke unten wieder einen Splint rein. Du kannst es auf der anderen Seite auch mal eben machen. Und dann gucken wir mal, ob das passt. So. Also ich bin ja schon fertig. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch brauchst, aber... Ja, okay. Das kann man natürlich auch nicht sehen. Genau. Und dann... Genau, bei den Füßen ist es eigentlich so, da muss die lange Seite nach vorne, ne? Also das einfach hier unten reinschieben. Also eigentlich auch super selbsterklärend. Da muss man einmal den Splint... Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Mit Mikrofon in der Hand, den Sicherungsbeulen. Ich ziehe und du schiebst einfach rein. Ja. Genau, dann ist das drin. Jetzt hinten das gleiche Spiel mit den kleinen Füßen. Das einfach mal da reinstecken. So, mal gucken, dass das hier auch vernünftig funktioniert. Ja, da musst du noch einmal gleich ziehen, damit das auch drin ist. Und dann haben wir eigentlich das Basement des Lifts quasi schon aufgebaut. Und dann machen wir hier noch einmal das Bolzen noch rausziehen, damit der auch drin ist und da hinten das auch nochmal entsprechend dran ist. Und dann ist das quasi soweit drin und dann würde ich sagen, können wir das Ganze jetzt auch hochfahren, ne? Ich komme mal rüber auf die Seite und dann bist du jetzt ein bisschen cool, ne? Ja, das ist schon ziemlich cool, oder? Ja, deswegen hast du dich gerade warm gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Gabellift fertig. Jetzt genau, und dann... Klar. Wir können ihn noch nivellieren über die Kurbelfüße und ja. Dann können wir ihn einstellen, in Waage stellen und dann könnte man quasi hier Traverse oder was man auch immer hochschieben will, dann drauflegen und dann passt das, ne? Ja, fertig. Das war das Video zum Thema Lifte und Stative und wir haben ja im Video gerade gesehen, wie man so einen Lift hier auch aufbaut. Ich denke, da habt ihr viele Informationen bekommen. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne unter dieses Video posten oder gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dazu einfach unter diesem Video auch einfach den Abonnieren-Button drücken und ihr könnt auch gerne die Glocke läuten, weil damit ihr sofort benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Und ihr könnt auch gerne bei uns auf der Facebook Stage 3 Community-Gruppe vorbeischauen. Da könnt ihr auch jederzeit eure Fragen stellen. Wie immer am Ende sage ich Practice. And enjoy.